Alles klar. Zu mir erstmal, mein Name ist Cosmo. Ich darf heute diesen Wettbewerb moderieren. Ich bin schon sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Inzwischen kann ich auch sagen, jeder Wettbewerb ist auf seine eigene Art wunderbar. Und zu einem Wettbewerb gehört natürlich nicht nur ein Moderator und wunderbare Teilnehmer, sondern auch eine Jury. In diesem Sinne bitte ich um einen Riesenapplaus für Shinra. Und dieser junge Mann ist bereits seit 2007 begeisterter Cosplayer unserer Szene. Sein eigenes Business hat er mit dem Schwerpunkt Wix und SFX Make-up aufgebaut. Shinra war bereits einige Male Teilnehmer an diversen Cosplay-Wettbewerben. Und sein größter Stolz ist dabei die Platzierung des ersten Platzes beim internationalen Dead by Daylight-Wettbewerb. Ihn und seine Arbeiten könnt ihr in unserer Cosplay-Corner bewundern. Doch Shinra ist natürlich nicht allein. Mit dabei Skadi! Unsere Skadi. Mittlerweile seit über 10 Jahren Bestandteil unserer Cosplay-Community. Vor über 6 Jahren begann sie, ihre Kostüme und Figuren frei zu gestalten. Mittlerweile arbeitet sie als studierte Kostümbildnerin im Theaterbereich. Und ihre Spezialität ist die Arbeit an Korsetts. Aber auch die Arbeit an opulenten Kostümen bereitet ihr große Freude natürlich. Und ihre große Leidenschaft ist, alles an einem Kostüm selbst anzufertigen. Also wunderbar passend für diesen Wettbewerb. Auch sie und ihre Werke könnt ihr natürlich bei uns in der Cosplay Corner bestaunen. Und weiter. Ihr seht ja schon, 2 Stühle sind noch frei. Und der eine ist nicht für mich, auch wenn ich mich nach all diesen Tagen doch eigentlich gerne mal hinsetzen würde. Darum habe ich auch so viele Kilometer auf dem Schrittzähler. Aber es wäre noch mehr, wenn ich hier weiter im Kreis laufe. Darum bitte ich nochmal einen riesigen Applaus für unser letztes Jury-Duo, nämlich Chaotic Couple Cos. Und hinter diesem Duo stecken die beiden Cosplayer Bill und Sil. Dieses Cosplay-Duo ist bekannt für ihre kreativen Performances in sowohl selbstgenähten als auch gekauften Cosplays auf ihrem TikTok-Account. Doch ebenso, und jetzt wird's spannend, verbergen sich hinter den beiden Cosplayern die Creator des TikTok-Accounts, der Max Berlin. Diese leiten die beiden mit der gleichen Begeisterung und Leidenschaft wie ihren eigenen. Also, checkt mal unseren Social-Media-Account, wir sind cool. Trefft die beiden jetzt nicht nur hier beim Cosplay-Wettbewerb, sondern auch das gesamte Wochenende, Restwochenende auf unserer Convention. Unsere Jury! Ich weiß nicht, ob ihr gerade so ein bisschen den Ausgang blockiert hier. Ist das ein bisschen, könnt ihr einen Ticken weiter nach in die Richtung geht? Das ist, habt ihr noch ein bisschen Platz hier drüben? Also deswegen Glanz, kleinen Zentimeter. Nicht zu nah. Nicht, dass ihr runterfällt. Und während wir hier schon mal aufbauen, ein Applaus für unsere Aufbauhelfer! Denn, was ihr vermutlich schon denkt oder wisst, es gibt natürlich ganz, ganz viele Helfer und Menschen hinter den Kulissen, ohne die das alles gar nicht möglich wäre. Denn wenn ich hier auf der Bühne stehe, seht ihr mich. Aber ich bin nur ein ganz kleiner Teil in diesem Zahnrad, in diesem Getriebe. Ich bin der Einzige, der hier voll quatscht mit meinen Moderationskollegen. Aber ohne alle anderen Helfer wäre das natürlich gar nicht möglich. Darum immer daran denken, hinter der Bühne und an der Technik und überall drumherum gibt es noch viele, viele fleißige Hände, die da wirklich alles rocken und wuppen. Und während hier weiter aufgebaut wird, jetzt werdet ihr schon minimal gespoilert, aber das ist ja gar nicht so schlimm. Danken wir nochmal all unseren Sponsoren. Falls ihr nicht wisst, wer unsere Sponsoren sind, schaut bitte unbedingt auf unsere Website und natürlich auch ins Conheft, das ihr für 1 Euro dort drüben am Infopoint erwerben könnt. Ansonsten genießt auch die Workshops, unsere Cosplay-Corner. Wir sind wieder breit gefächert aufgestellt. Natürlich finde ich es persönlich ganz schön, dass ihr euch gerade fürs Bühnenprogramm interessiert, weil das ist natürlich auch mein Favorit, ist mein Steckenpferd. Da bin ich sehr gerne, da bin ich sehr viel. Und
Während hier so langsam noch aufgebaut wird und sich vorbereitet wird, habe ich jetzt erstmal genug geschnackelt. Und ihr seid vermutlich, ihr seht ein bisschen müde aus. Geht's euch gut? Habe ich zu viel gesprochen? Nein, geht es so? Ah, komm, wisst ihr was? Streckt euch mal, macht mal, regelt euch, macht die Ärmchen. Alle mal die Arme hoch. Alle hoch. Jetzt klatscht einmal zusammen. Und das ist der Applaus für unsere Startnummer 1. Emma und Emily als Rampo und Poe aus Bungo Stray Dogs. ピントだった耳、さっさの尻尾、観念して出てきたまえ、犬。あ、キュー、あ、キュー、キュー、カール、ここにいたのであるか。今日こそ小説の感想を聞かせてもらうのである。 新作を持ってきたのであるが。ああ、君、よく来たね。こんな場に我が輩を呼んで良いのであるか。我が輩は、なぜ真相がわかった。しっかりしろって言われた。なんだこのメモは。嫌だ、歩くのめんどくさい。俺の話はいい。今は誘拐の話だ。社長が僕に。 いや、家です。本当に、本当ですね。なぜか。やだ、歩くのめんどくさ。スパイ、ミッション、ワクワク。一瞬で真相を見抜く超推理の時間が。いくらこの街でも素人が銃弾を補充するのは容易じゃない。被害者の足跡、それに消しきれなかった血痕も。出たい。駄菓子の備蓄も半日で尽きたし。 飛んでもやけにならずに生きてるんだ。それは依頼かな。最初から素直に頼めばいいのに。やだ、あーにゃ、勉強やだ。さっきは随分と楽しそうだったな。推理ゲームである。 Und sie räumen sogar fleißig alles weg. Das haben wir doch am liebsten. Übrigens auch ihr, wenn ihr irgendwo Müll hinterlasst, bitte nicht. Nimm's einfach wieder mit. Wir haben überall an jeder Ecke Mülleimer. Und für alle, die auch, natürlich habt ihr das schon gesehen, wir sind am Sonntag vom dritten Tag. Aber ich sag's trotzdem nochmal an, wir haben selbstverständlich auch Rolltreppen. Also ihr müsst nicht die Stufen nehmen. Ihr könnt die Stufen nehmen, wenn ihr krasse Typen seid. Ihr könnt auch die Hashtag MaxStufenChallenge ins Leben rufen. Ist mir alles egal, ich wollte nur darauf hinweisen, wir haben natürlich Rolltreppen und die dürft ihr auch benutzen. Die eine ist kaputt? Weißt du was? Dann nimm doch die anderen. Weißt du, also kannst ja auch. Spaß, komm. Wir wollen auch hier weiter Spaß haben und darum machen wir direkt weiter mit unserer zweiten Startnummer. Ich bitte um einen riesen Applaus für Sokrates Cosplays als Gaston aus Die Schöne und das Biest. Musik.
schönste Frau der Welt. Oh, Belle, als ich zum ersten Mal dich traf, dich ansah, dachte ich gleich, verlieb dich schnell. In der Stadt, da gibt's nur dich, du bist fast so hübsch wie ich, also mach ich dich zu meiner Frau, Belle. Oh, aus tausend und einer Nacht, Träume werden nun wahr. Siehst du hier meinen Bizeps gegenüber vom Trizeps und mein Körper voller Haar? In meiner Welt fängst du dein neues Leben an mit unserer Kinderschar. Das ist ja klar, der Traum von einer jeden. Oh, eine Meerjungfrau. Sehr schön. Dreh dich mal um, siehst du Gaston? Ja, ich weiß, den kennt man schon. Dennoch bin ich jetzt da. Ja, ich Prachtexemplar. Oh, leuchtendes Haar. Ich seh, du wartest auf Gaston. Und die anderen, die verblassen. Endlich triffst du nun Gaston. Und eine Flamme, die entsteht. Ich bin heiß und traumhaft schön. Und das kann auch keiner ändern. Tief in dir kennst du die Bedeutung. Jeder liebt Gaston. Sorry, ich hab's nicht früher geschafft, sie ist einfach reingerannt. Tut mir leid, okay. Also Security, ganz ehrlich. Du. Das war Start Nummer 2. Und was passiert immer so beim Cosplay-Wettbewerb? Richtig. Wir machen einen Remix. Was kommt nach Start Nummer 2? Habe ich dann Bingo gehört? 100! 42! Nein, so weit sind wir nicht. Nein, richtig, nach Start Nummer 2 kommt Start Nummer 4! Ha! Prepare for trouble, make it double! Jetzt haben wir ein weiteres Duo, nämlich Jui und Shuga als Kabuto und Orochimaru aus Naruto! Kabuto, jetzt hör mal auf, rumzunörgeln. So schwer ist der doch gar nicht. Sie haben leicht reden. Sie müssen ihn ja nicht schleppen. Jetzt beschwer dich doch mal nicht so. Außerdem ist Urlaub was Tolles. Ich muss schließlich meinen Tar wieder auffrischen. Wusstest du, dass sie jetzt Flughäfe haben in Konoha, Kabuto? Meister Orochimaru, wir sind in Konoha. Hier gibt es keine Flughäfen. Natürlich gibt es die. Außerdem, was ist in diesem Koffer drin? Nur das Wichtigste. Was ist das? Wie man einen Ushia verführt. Für Anfänger. Ich hinterfrag das mal nicht. Ein Kochbuch. Leicht und lecker. Meister Orochimaru, Sie wollen nicht kochen, oder? Beim letzten Mal, wissen Sie es noch? Das Ding hatte Beine bekommen und eine eigene Persönlichkeit entwickelt. Lässt du Fifi bitte aus dem Spiel? Eine Zeitschrift. Wie man mit 50 noch aussehen kann wie 20. Bei ihren Falten, ich weiß ja nicht mehr. Meister Orochimaru, ich bin dafür, dass wir was essen gehen. Eine Nudelsuppe. Das geht nicht, da habe ich Hausverbot. Wie wär's mit gegrilltem Fleisch? Da habe ich auch Hausverbot. Wo haben Sie kein Hausverbot in Konoha? Ich habe in ganz Konoha Hausverbot.
Wie wär's, wenn wir in den Wald gehen? Geht nicht, da bin ich unerwünscht. Yamato will ja keine Schlangen haben. Aber weißt du was, geht, Kabuto? Dinos! Dinos! Ja, Dinos! Komm, Kabuto, wir gehen jetzt Konoha zerstören. Was ist mit dem Koffer? Scheiße auf den Koffer! Oh, scheiße. Kabuto, los, jetzt komm, beeil dich, wir müssen Konoha zerstören. Oh, mein Fuß. Gib mir Fifi her. Nein, es ist die Kokosnuss, du Dopp. Habt ihr gehört, es ist die Kokosnuss? Die Kokosnuss, Leute. Wer hat die Kokosnuss geklaut? Ja, ihr habt es dann nicht gehört, aber wir haben gerade denselben Witz gebracht. Wir sind Bros. Komm, Brofest. Komm her, komm. Nein, du musst schon laufen, das ist sonst peinlich. Yeah! Mein Kokosnuss-Buddy! Ja, und mit genau dieser Energie oder vielleicht einfach auch mal sechsmal mehr, könnt ihr jetzt gleich die Startnummer 5 begrüßen. Denn jetzt haben wir Tetris Jakub und Scary Nobody als Spirit Blossom, Yao, Yane und Lila aus League of Legends. Weiter vor. Nun wandere ich seit Tagen umher, habe Höhlen und Felder durchquert. Und doch habe ich ihn noch nicht gefunden. Hört ihr diese Musik? Was könnte er sein? Er ist so musikalisch. Ist er das? Nein! Es ist ein Asakana. Ich muss ihn erledigen. Ha! Ip! Hey, das ist sehr unhöflich, Leute einfach so im Wald anzugreifen. Du bist kein Asakana. Was? Ip! Nein, ich bin Lilia, die Wächterin dieses Waldes. Sieh nur, wie friedlich die Bäume schlafen. Ich werde sie beschützen vor Leuten wie dir. Ich wollte doch gar nichts Böses. Ich wollte doch nur meinen Bruder finden. Hast du ihn zufällig gesehen? Dein Bruder? Windgefasel, großes Katana und Mastery 7 Emote über dem Kopf? Mastery 7? Ja, das klingt ganz nach ihm. Hast du ihn zufällig gesehen? Leider ja. Kam einfach aus dem Busch gesprungen, griff mich an. Siehst du diese Kerbe? Die stammt von ihm. Als ich ihn besiegt habe, ging er verärgert tiefer in den Wald. Ja, so kann auch nichts als reinrennen und verlieren. Du bist doch ein Waldgeist, oder nicht? Ja, so ähnlich. Kannst du mir helfen, ihn zu finden? Natürlich, nichts leichter als das. Hier geht es entlang. Schwingen wir doch direkt mal die Hufe, oder hier liegt noch ein Sandal. Ah, erinnert mich an meine Kindheit. Mutter. So, aufstehen, Krönchen richten, jetzt ist es gerade runtergefallen. Und ihr kennt es ja schon, wir hatten eben die Startnummer 5. Was kommt jetzt? 69 ist ein bisschen viel. Ich glaube, so viele Teilnehmer haben wir gar nicht. Davon hätten sich ein paar mehr von euch anmelden müssen. Aber ich glaube, wir sind auch ziemlich gut aufgestellt. Nein, selbstverständlich kommt die Startnummer 7. Oh ja. Und lustigerweise, ihr applaudiert schon, obwohl ich nur eine Nummer ansage.
ihr seid so gut gelaunt, ganz ehrlich. Das ist für einen Sonntag auf einer Con ziemlich toll. Freut mich sehr zu sehen. Aber jetzt haben wir tatsächlich einen Videospielcharakter aus einem Videospiel, für den man Freunde braucht. Also, sehr tolles Spiel, sehr witzig, wahnsinnig schöne Story. Also, atemberaubend toll. Und darum freut euch jetzt auf einen atemberaubenden Auftritt mit unserer Startnummer 7, Jessie als May aus It Takes Two. May! What the hell are you doing? Cody, where are you? I feel so lonely. We still need to find the solution to this quest. Otherwise, we can't get out of here. Oh yeah, right. Can you tell me what I have to do? Alrighty. I'll read it to you. Save Cody out of the chamber. You have to entertain the audience. They need to clap and cheer for you. What? I can't do this. What should I do? Wait here. I can play music for you. Please, entertain them. I don't want to be here. Und flott geht's weiter. Und zwar jetzt mit Start Nummer 8. Und dafür musste ich gerade Backstage ein paar Worte mir übersetzen lassen, weil tatsächlich, es sind sehr knifflige Worte. Okulova als Charlie Slimesicle aus Minecraft. Minecraft. QSMP.
Wir kommen sehr gut voran, denn wir haben jetzt schon über die Hälfte aller Teilnehmergruppen hinter uns. Ui, ui ist eine seltene Reaktion. Normalerweise ich mal, oh, wir können ja alle mal ui machen. Die über die Hälfte ist durch. Ui. Freut dich auf die nächste Nummer. War das ein ui? Ich wusste nicht, dass wir hier so fremdsprachig sind. Mon Dieu. Na, sacre bleu. Hätte ich einen Schnauzbart. Aber wir hatten ja vorher diese tolle Super Mario-Gruppe. Luigi, zwirbel mal bitte deinen Bart für mich. Wee! It's a me. Wunderbar. It's a me. Are you ready? Oh. Wer hätte das gedacht? Also, der hält leider nicht so wunderbar, aber sieht er gut aus? Dankeschön, Dankeschön. Dann bitte ich jetzt um einen riesigen Applaus für unsere nächste Startnummer, die Startnummer 9. Jetzt kommt Schneechen als Vivillon aus Pokémon. Oh nein, ein wildes Pikachu ist erschienen. Pikachu! Vivillon, ich wähle dich. Vivillon, setz Pollenknödel ein. Pika. Ja, Vivillon, wir haben's geschafft. Übrigens, dieses Surprise Pikachu Face könnt ihr euch auch bei den Itachas als Autosticker holen. Also nur mal so als Randinformation. Ich habe damit schon spekuliert, aber mein Auto ist sowieso voller Sticker. Kein Itacha, leider noch nicht, aber trotzdem voller cooler Anime-Sticker und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit dazu. Oder ihr habt hier auch auf der Con euch selber mit Stickern zu bekleben, die langfristig halten. Das nennt sich nämlich Tattoo. Also, so viel dazu. Dann kommen wir jetzt in den zweistelligen Bereich. Jetzt geht's voran. Nämlich mit Yuki-chan Cosplay aus Nahida als Nahida aus Genshin Impact. Thank you.
Wichtige Information an dieser Stelle und jetzt bitte ich um eure vollste Aufmerksamkeit. Habt ihr alle schon eure Daily Quests erledigt? Nein, noch nicht? Also, solltet ihr dringend noch machen, aber am besten nicht jetzt. Denn jetzt solltet ihr applaudieren, jetzt solltet ihr klatschen, jetzt solltet ihr trampeln und einer muss, oh mein Gott, das ist so unfassbar geil, wie schön, dass ich hier auf der Max bin, schreien. Ja, etwa so, aber auch nur in dieser Stimme, okay? Ey, ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf. Aber was auf jeden Fall auf die Aufnahme kommt, ist unsere nächste Startnummer. Denn jetzt kommt Startnummer 11. June Duno als Vanessa Enotica aus Black Clover. Oh wow, bei uns im Schwarzen Stier ist es ja in letzter Zeit richtig voll geworden. Wahnsinn! Aber wisst ihr, jetzt wo ihr schon mal da seid, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar habe ich ein kleines Problem. Und zwar ist mir leider meine Begleitung für den heutigen Abend abhanden gekommen. Aber vielleicht könnt ihr mir ja helfen, vielleicht habt ihr ihn ja gesehen. Ich würde euch ein paar Tipps und Hinweise geben. Vielleicht fällt euch ja jemand ein oder jemand hat ihn gesehen. Und zwar als erstes, ich würde sagen, er kann schon ganz schön süß sein. Jemand eine Idee? Finral, super, stimmt eigentlich. Ich habe aber gehört, der steht auf die Verlobte seines Bruders. Da halte ich mich lieber raus, man weiß ja nie. Was fällt mir denn noch ein? Oh ja, der haut richtig rein. Gut, stimmt Asta, aber... Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich glaube, der ist ein kleines bisschen jung für mich. Und ich habe so das Gefühl, ich könnte Probleme mit einigen anderen Damen bekommen, aber ich kann mich ja auch irren. Was fällt mir noch ein? Oh, stark ist er auf alle Fälle. Ordensführer, yummy. Da kommen wir schon in die richtige Richtung. Das Problem ist, der ist am frühen Abend mit Magna irgendwo hingegangen. Keine Ahnung. Ach, warte mal, hier ist er ja. Tada! Jetzt guckt nicht so. Wein ist süß, er haut rein und ist stark. Und Mädels, wisst ihr was? Er ist total pflegeleicht. Wenn ihr mal schlechte Laune habt, müsst ihr nicht mal mit ihm reden. Also dann, wenn ihr mich entschuldigt, ich bin dann mal weg. Ich nutze die Chance auch gleich mal mit Wasser auf die Bühne zu kommen, denn manchmal werde ich gefragt, Cosmo, du rennst die ganze Zeit so rum, hast du auch mal Zeit zum Essen, toll, auch mal Zeit zum Trinken? Jetzt nehmt mal auch eure Flasche, ich habe noch ein Mikrofon gehört, habt ihr noch eine Flasche bei, dann schnappt mal eure Flasche und trinkt jetzt mal alle zusammen einen saftigen Schluck Wasser oder Wein, also je nachdem. Ah, und runter damit! Frisch hydriert gehen wir damit weiter zur Startnummer 12. Are you ready, Kids? Das heißt eigentlich Aye-Aye, Captain, aber ist in Ordnung. Geht das nicht lauter? Und weiter geht's mit der Startnummer 12, nämlich Cassie als Tintoxa aus Pokémon.
Pokémon, they die. Pokémon, get to carbon, dono shireza. Gono gidoi, mikaido, satoshi mo goneru. Pokémon, get to carbon, dono shireza. Pokémon, dode. Pokémon Orita. Pokémon, gotta catch 'em all. Tsuginare Pokémon. Mit Anime-Openings geht's übrigens auch nach dem Cosplay-Wettbewerb weiter, denn dann habt ihr hier Petra Scheser! Doch an dieser Stelle sei nochmal gesagt, es gehört natürlich ganz viel Mut und Stärke und Energie dazu, sich hier auf die Bühne zu stellen, vor so einem tollen Publikum. Darum, Wahnsinn! Ich meine, ich bin's schon gewohnt, ich mach das schon seit Äonen, ich wurde quasi dafür gezüchtet. Aber... Nein, das ist die falsche Überleitung. Ist ja auch egal, jetzt kommen wir weiter zu Start Nummer 13. Jetzt haben wir Pretty Guardians als Sailor Neptune, Sailor Mars, Prinzessin Serenity aus... Na aber! Sailor Moon, Bühne frei! Was ist denn mit dir passiert, Pluto? Oh, Neptun, ich kann die kleine Lady mal wieder nicht finden. Und ach, ich habe auch einfach keine Lust mehr, dauernd Babysitter für Prinzessin Serenity zu spielen. Nur damit sie mit ihrem Mamoru alleine sein kann. Das musst du mir nicht sagen, ich fand Kinder schon immer ätzend. Aber wo wir gerade beim Beschweren sind, es wird Zeit für unsere Sitzung. Diese Sitzungen sind das Einzige, was meinem Leben aktuell noch einen Sinn geben. Na dann fang mal an, Liebes. Worüber möchtest du reden? Naja, schau dir dieses Outfit an. Es ist einfach viel zu kurz. Und wie soll man in diesen Schuhen bitte anständig rennen und kämpfen können? Da soll mal einer sagen, das Leben als Sailor-Krieger wäre einfach. Aber ja. Weißt du, was ich noch schlimmer finde? Na sag schon. Trotz ständiger Verletzungen weder Krankenversicherung noch Zahnersatz. Ich kann die ganzen Narben schon gar nicht mehr zählen, also... Und dann, diese Bösewichte sind ja teilweise auch einfach gar nicht mehr ernst zu nehmen. Ich weiß genau, was du meinst. Ach, aber weißt du was? Ich war gestern bei Burger King, da suchen sie noch neue Mitarbeiter. Muss man da einen Minirock tragen? Nein. Dann bin ich dabei. Ja. Was ist denn hier los? Wollt ihr etwa hinschmeißen? Aber ich brauche euch doch noch. Ich glaube, dann wird das leider doch nichts mit Burger King Neptun. Oh, also auf Burger hätte ich jetzt auch Lust. Reiß dich zusammen und sag uns, was wir machen sollen. Die kleine Lady ist verschwunden. Ich kann sie nirgends finden. Schon wieder. So, sollen wir noch mal? Nee, ich glaube nicht, oder? Bitte? Davon gehe ich mal aus, ja. Man hört dich. Eigentlich. Und auf geht's. Ah, ein Mann, der kann. Seht ihr diese Muskeln, den Bizeps, den Trizeps. Wahnsinnig toll, wahnsinnig toll. Naja,
Eigentlich wäre es doch witzig, hätte man so ein Gaston als Bühnenhelfer, ne? So einfach, so. Die ganze Stuhlreihe über die Schulter geworfen und losrennen. So, und ihr solltet noch nicht losrennen, denn jetzt kommen wir auch schon fast zu unseren letzten Startnummern. Jetzt hier, Startnummer 14, Yamsi als Amaterasu aus Okami. Also, ich wurde gerade hinten schon gefragt, na Cosmo, macht Spaß, die Runden zu drehen? Weil ich meine, ich komme ja immer darauf und renne ja immer da runter. Und ich habe ja leider keinen Spawner, ne? Ich muss ja wirklich, eigentlich sieht das von hinten bestimmt total dämlich aus. Ich komme, gehe da runter, sprinte wieder zur anderen Seite. So ist es halt im Backstage. Aber falls ihr auch mal wissen wollt, wie sowas eigentlich hinter den Kulissen aussieht, dann bewerbt euch doch einfach mal als Helfer bei uns. Also, fürs nächste Jahr suchen wir immer fleißige Helfer, natürlich auch für unsere große Ongaku Matsuri. Und du hast es schon getan, applaudieren wir doch mal all unseren Helfern. Und ihr könnt uns natürlich auch helfen, indem ihr mal schaut, zur linken, zur rechten habt ihr da noch einen Sitzplatz frei. Neben wem ist da noch ein freier Platz? Ja? Na dann, rückt mal alle zusammen, weil dort hinten gibt es schon viele Leute, die sich auch noch Petra Scheser und Julia Scheser angucken wollen. Und ich kann schon mal im Vorfeld verraten, die ersten Reihen sind reserviert für unsere VIP-Gäste. Also, falls ihr
kein VIP-Ticket gekauft habt, werden die ersten Reihen geräumt werden, damit ihr schon mal Bescheid weißt. Supporter-Tickets. Ja, das steht auf dem Stuhl. Müsste es nicht draufstehen? Alles klar. Okay, schreit mich doch nicht an. Schreit mich doch nicht an. Ich mach mich schlau und sag's euch. Soweit könnt ihr schon mal ein bisschen zusammenrücken und auch eure Hände zusammenknallen. Denn jetzt mit der Startnummer 15 haben wir hier auf der Max-Bühne 2023 Ghost of Ariel als Kazumi Yoshizawa aus Persona 5 Royal. Haha! Damit habt ihr nicht gerechnet, was? Cheater? Cheater? Nein, ich bin einfach nur nicht respawned. Okay? I'm sorry. Also, ich habe mich natürlich mal schlau gemacht. Folgendes, falls ihr noch freie Plätze neben euch habt, rückt bitte wirklich zusammen, weil dorthin sind noch genug Leute. Die Zwischengänge müssen für das nächste Konzert auf jeden Fall frei bleiben. Ihr dürft euch aber an den Rand an die Wand stellen, sofern vergewissert ist, dass genug Platz ist, um da durchzukommen. Auf den Treppen darf niemand sitzen und es scheint jetzt auch gerade noch relativ viel Platz zu geben. So viel dazu. Für die erste Reihe für euch wichtig, ansonsten ihr, keine Ahnung, dreht kurz Däumchen, das ist nur für euch interessant. Ihr müsst nicht aufstehen, deswegen, ihr müsst nicht aufstehen, aber in dem Zeitraum nach dem Cosplay-Wettbewerb, bis es dann losgeht mit dem Konzert, können die Support- und VIP-Ticketbesitzer nach vorne gehen und freundlich darauf hinweisen, dass sie VIP-Tickets haben. Und dann wäre es sehr freundlich, wenn ihr dann unter diesen Umständen aufsteht. Das ist die Bedingung, aber wenn sie nicht kommen, dann dürft ihr natürlich sitzen bleiben und auch während des Konzertes sitzen. Dann ist es halt zu spät. Aber das ist die Bedingung, die wir haben. Heißt, ihr müsst jetzt natürlich nicht euren Platz räumen. Wenn VIP-Ticketbesitzer da sind, dürfen sie sich aber nach vorne bewegen und freundlich fragen, ob man bitte den Platz macht. Ihr seid quasi die Senioren in der U-Bahn. So, also. Aber wie schlafen wir natürlich nicht ein? Auch wenn ich tatsächlich sehr wenig geschlafen habe die letzten Tage. Aber ich glaube, das geht uns allen so. Und danach beginnt wieder die Planung fürs nächste Jahr. Doch vorher haben wir hier die Startnummer 16, nämlich Dennis als Sonic aus Sonic the Hedgehog.
einen wunderschönen Tag. Achso. Willkommen auf der Max, meine Freunde. Das ist Sonntag. Jawoll. Wunderschön, wunderschön. So, mögt ihr alle Halloween? Okay. Nicht so viele Begeisterte? Ah, schon besser. Ja, so will ich das hören. So, gibt's hier eigentlich auch ein paar etwas jüngere Teilnehmer der Max? Na, so. Ja, so, weiß ich nicht. Wer, Kinder, die noch so gerne. Ach, da vorne. Ja. Sag mal, möchtest du vielleicht mal zu mir kommen? Ja? Okay, das ist doch schön. So. Möchtest du mir sagen, wie du heißt? Ich heiße Katniss. Katniss, wunderschön. So, da du jetzt hier vorne bist, darfst du dir natürlich was aus meinem wunderschönen Kürbis nehmen. Du darfst auch mehr nehmen, ist kein Problem. Einfach eine schöne Handvoll. Okay. So, vielen Dank. Wunderschön, wunderschön. Ein Applaus! So, einmal, einen haben wir noch. Auch irgendjemand. Möchte jemand noch irgendwas wunderschön Süßes hier? Da vorne, du. Was? Ich habe jemanden zuerst gesehen. Du, ja. Komm her hier. Ganz schnell, ganz schnell. Oh, du bist aber ein ganz schön altes Kind. Egal, nicht so schlimm. Hier, greif zu. Einfach zugreifen, schöne Hand rein. Genau, wunderschön. Nochmal ein Applaus. Ach, wunderschön. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und noch Rest viel Spaß auf der Mix. Und damit kommen wir wieder zu unserer letzten Startnummer. Oh Mann, war das ein geiler Wettbewerb bisher? Sehr, sehr gut. Und es geht noch viel geiler weiter. Die Auswertung übrigens, die findet dann zur Closing-Zeremonie statt, hier auf der Bühne. Um 17 Uhr, also solltet ihr nicht verpassen. Doch vorher haben wir die Startnummer 18, Belief Skinner und Terrilyn Tired als Liv und Tarazir aus Fire Emblem Heroes. Veronika, wo willst du hin? Du willst doch weiter gegen Hell ankämpfen. Es ist genug jetzt, Liv. Was? Wer bist du? Und wo ist Veronika? Ja, du scheinst einen Moment der Schwäche zu haben, ha? Huh? Wir haben uns geschworen, uns in solchen Momenten gegenseitig zu erinnern. Also erinnere dich. Denn dein Name ist Liv. Und unsere Liebsten sind tot. Wir heißen jetzt Veronika und Alphonse. Dafür haben wir uns entschieden. Du hast recht. Alles ist verloren. Wir haben verloren. Es gibt nur das Angebot von Hell. Für jeden, den wir töten, wird jemand aus unserem Volk gerettet. Das war das Angebot. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich an alles. Wir tun das für unser Volk. Für deinen Bruder. Und für meine Schwester. Das ist, was sie geworden sind. Generäle von Hell, dessen Aufgabe ist es, Leben zu nehmen. Mein Bruder. Ich werde jeden ausrotten, bis wir uns wiedersehen. Komm, Frasier. Wir haben nicht alle aus unseren Welten gerettet.
das war mein Mikrofon, das ich vergessen habe anzumachen. Das war der Cosplay-Wettbewerb 2023 auf der MAX Berlin. Die Jury zieht sich jetzt zurück in ihre Katakomben, wird per Fußfessel an die Heizung gekettet und muss sich jetzt entscheiden, wer zum Sieger, zur Siegerin, zur siegenden Person gekürt wird. Dann machen wir jetzt weiter mit der Siegerehrung vom Cosplay-Wettbewerb. Und dafür bitte ich einmal unsere Jury auf die Bühne. Es war eine schwere Entscheidung, doch sie musste getroffen werden. Und zusätzlich zur Jury bitte ich dann auch noch mal alle teilnehmenden Personen auch zu uns hier nach oben. Versammelt euch, dann können wir gleich auch noch mal ein gutes Gruppenfoto machen. Aber erstmal vielen Dank, dass ihr da wart. Und tut mir leid an alle, die gerade kein Foto bekommen haben. Vielleicht habt ihr noch ein andermal die Chance dazu. Aber jetzt könnt ihr Fotos machen, und zwar von unseren Teilnehmenden. Also, liebe Teilnehmer, schwingt eure Hintern hier oben auf die Bühne. Bitte. Jetzt. Bitte. Leute. Alles klar. Das sind unsere Teilnehmer. Nochmal einen riesigen Applaus, bitte. Genau, am besten rutscht ihr durch. Wir sind ja eine ganze Menge an Menschen. So. Genau, da fehlen noch ein paar. Jetzt steht ihr natürlich ausgesprochen schräg. Am besten, genau, geht mal noch alle so einen kleinen Schritt nach hinten, damit und einmal durch. Wir haben hier drüben auch noch Platz. Ihr könnt auch einfach hier an der Seite. Also hier bei mir, genau, rückt mal alle noch einen kleinen Schritt zur Seite. So. Das waren alle unsere Teilnehmer und ich bitte nochmal meinen riesigen Applaus. Und wir machen es auch gar nicht so spannend. Seid ihr bereit zu erfahren, wer gewonnen hat? Dann beginnen wir doch mit Platz 3. Platz 3 bei der MAX 2023 beim Cosplay-Wettbewerb. Belegt Jessie als May aus It Takes Two. Du darfst hier einmal deinen Preis abholen und kannst dich noch einmal nach vorne stellen für ein kleines Foto. Platz Nummer 3. Dann geht es geschmeidig weiter. Platz 2 haben wir den bestaussehendsten, stärksten Mann. Es ist Sokrates als Gaston. Und jetzt der Moment, auf den ihr alle gewartet habt. Platz 1 und damit Max Cosplay Meister 2023 ist, Trommelwirbel, Jun Dono mit der Startnummer 11 als Vanessa aus Black Clover. Meinen herzlichen Glückwunsch. Auch für dich einmal vorne. Oh ja, da verliert man gleich den Hut.
So, und jetzt noch alle Teilnehmer mal weiter nach vorne, damit die anderen noch ein besseres Foto machen können. Also alle noch mal 3-4 Schritte nach vorne, aber bitte nicht zu weit, sonst fallt ihr von der Bühne. Genau, rückt mal etwas mehr zusammen. Wie so, wie, ja, wie bei einem Klassenfoto. Und natürlich gehört ganz, ganz viel Mut dazu, hatte ich vorhin schon erwähnt, sich hier auf die Bühne zu stehen, hier eine Performance abzuliefern, eine Show zu zeigen. Manche sitzen da Wochen dran, manche sitzen da wesentlich länger dran und es gibt manchmal auch sehr spontane Acts. Doch so oder so ist es immer wahnsinnig schön, hier einen Cosplay-Wettbewerb drauf zu haben. Und damit bitte ich alle Teilnehmer einmal von der Bühne, natürlich mit eurem Applaus. Danke, dass ihr da wart.